Ja, die sind verwirrt, dass ich das Licht angemacht habe. Die riechen Whale Oil und Light. Da ist ein Hund auf dem Ding drauf. Hooray. Bevor ich aber weitermache, eine ganz kurze Sache. Ist der Alternativeingang gewesen. Ich wusste, dass es einen gibt. Ich wusste nur nicht, wo. Es wäre natürlich cool, wenn ich Glück haben könnte und der Hund zerspringt einfach. Wisst ihr was? Ich lade jetzt so lange neu, bis er zerspringt. Like a charm. Grand Hall, Reception and Library, Royal Protector's Office, Throne Room. Wir gehen zu uns. War ich hier schon mal? Think so. Everything just got sealed up. Hooray. Komm ich hier nicht durch? Das ist so geil. Ach, guck mal jetzt mal. Nope, hier kommt man überall nicht durch. Komme ich auf die 2. Ziemlich genauso wenig. Wow, da ist nichts drin. Cool. Interessant, dass sie sich durch die Wand in einen Raum ohne Tür teleportieren können. Mein Blink ist einfach nur, naja, Blink halt, ne? Aber die, denen ihr Blink ist, I can go wherever I want. Würde funktionieren, allerdings muss ich das schaffen, bevor er mich sieht. Funktioniert absolut gar nicht. Selbst wenn ich nur da drüben dran stehe, sieht er mich schon. Wow. Cool. Toll. Ich war einfach noch ganz oben, aber das ist zerquetscht. Oder ich ignoriere ihn einfach.
Georgi. Rooftop. Yes. Das alles, was wir gesehen haben, war quasi der untere blockige Teil. Jetzt ist obendrauf nochmal was. You will take me back and die at my hands. Sure. Aber vorher gehe ich da hin. Oh fuck, am anderen Ende des ganzen Teils gab es einen Teil, wo ich hingehen kann. Das hier ist quasi der Thronraum und damals war das auch der Security Room für den Lord Regent gewesen. Wo er sich versteckt hat, wenn wir ihn alarmiert haben. Jetzt sieht es einfach nur aus wie ein fucking Grab. Hätten wir hier hochklettern können und hätten alles überspringen können? Na, I don't think so. However, there is something. And I do want it. Es wäre sehr praktisch, wenn jetzt eine Hexe hier irgendwo wäre, damit ich auf die einen Jobkick machen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass man da reingehen kann. Ich dachte, das sah so zu aus. Oh, scheiße. Okay. Da ist Wasser. Nicht viel. Da ist ein Wässerchen. Ledge cancel. Blade Ballad. Besseres Kontern. Spring Gazers have a slight chance of eliminating a body. Oh, okay. Coming up the Renhaven of late. Never mind then. Maybe it's a dirt. Bla 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 bla. Meine Vermutung war doch irgendwie richtig. Man kommt da nicht rein. Man konnte allerdings drumrum. Naja. Maybe next time. Hui, Mama, guck mal, ich kann rennen. Rennen kann nicht toll. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Let me up. Whee! Cheerio and yippee-yay-yay, let me go here. Ich will kurz wissen, wo wäre der Alternativeingang gewesen? Du elendes kleines Scheiß, wie hast du mich gesehen? Holy fuck, sind die Dinger nervig. Das wäre der Alternativeingang gewesen, welcher durchaus mehr sneaky gewesen wäre, wenn auf der anderen Seite von dem normalen Eingang was gewesen wäre. Aber es war einfach überall nirgendwo was. Fuck. Komm, jetzt mach.
Klang. Ich will höher, höher. Danke. Wasser. Weitermachen. Blood Brines heißen die. Alles klar. Beim Lord Regent war einer dieser Fensterdinger offen. Jetzt sieht es eher so aus, als hätten wir ein kleines Problem. Denn außerdem dazu installiert Stacheldraht. Mein Liebling. Fan-Favorite. Kann ich dich schubsen? Nein. Ja, dann möchte ich das Spiel sagen, da kann man nicht hoch. Akzeptiere ich. Akzeptiere ich. What has Delilah done to the throne? Ja, meine initiale Frage wäre natürlich erstmal. I used to play hide and seek with Jessamine in this very room. You know that? Ja, can't be killed. Who would have thought? Hooray. The painting of the is in the throne room. Also das da? Mission clues. Sabotage the Lila Couple Spoo in Secret Project. In the throne room, the Lila has been working on a painting. Her plan is to alter reality so that she matches the world of her painting. I know. Als wir das letzte Mal hier waren, oder als ich das letzte Mal hier war, beim Lord Regent, waren hier mehr Bücher. Und zweistöckig war es auch. Jetzt ist das hier eine Pennerbude. Sitzt du die ganze Zeit einfach nur so rum? Ist das nicht mega boring? Hey, guck mal. Die kennen wir. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier nicht durchkommen werden, ohne gesehen zu werden.
wir mussten von da drüben reingehen. There was no other way. Blablabla, langweilig. Leute, die sich in ihrem Diary beschweren. Was gibt es Erwärmlicheres? Boah, ich hab nichts in meinem Reservoir dagegen, was du. Doch, hab ich. You must know by now that I cannot die. You're adept at trans. I used to be. Hide and seek with Jessamine in this very room. You know that. You brought me back my spirit. Follow me, dear Corvo, and see how I will reshape all things. If I change the number of corrupt runes attached to the throne, it should turn Delilah's painting against her. Wir machen erstmal dicken Safe. Unser ersten. Weil ich sonst immer auf Autosave bin. Wir gehen erstmal hinterher. Wir drücken F, um da reinzugehen. So she'd replace all the world with this. So good, old man. Wow, das ist ja. Ich würde sagen, der Kampf hier ist ja quasi genauso wie wie im ersten DLC. Das schon, ja. Ich möchte schnell neu laden, bevor irgendeine Endsequenz oder so kommt. Weil ich glaube, das kann durchaus passieren, dass jetzt gleich die Credits oder so kommen. Wir gehen nochmal zurück und gucken mal, ob wir das ganze Ding irgendwie zusammenbrechen lassen können. Ja, was jetzt? Muss ich da jetzt doch rein? Ich dachte, das Ding ist einfach zu und es geht alles kaputt oder so. So she'd replace all the world with this. So
Kurve und heult. There she got me. I didn't press R to heal myself. So she'd replace all the world with this. Gedrückt, Maustaste gedrückt anstatt unconscious. Oh nee, ich habe nicht gespeichert. Doch, ich habe speichern gedrückt. Ich glaube, es ging nicht. So she'd replace all the world with this. Ey, Spaß. Also wenn du nicht nach oben links, sondern nach oben rechts gehst, bist du eigentlich komplett am Arsch, weil wenn die nach vorne sind, haben die NPCs genügend Platz, um dich anzugreifen. So she'd replace all the world with this. Game cannot be saved. Yeah. Ich habe die richtige Taste gedrückt. Delilah on the throne. The painting should trap her in her own fantasy world. Ich weiß zwar nicht, wie genau das Sinn macht, aber ja, natürlich, das wusste ich natürlich. Ja. You wanted a world of your own, Delilah, so have it. Klatsch. And now to see how well your magic works, Delilah. What I've always deserved, my justice. Now, what's always been marred and distorted will be perfect. I've waited so long. Sing my songs and lick my flesh. Worship me. Hä? Das hat ja gar keinen Sinn gemacht. Delilah's dead. Hier sind noch überall Pigmente. Ich gehe da mal davon aus, wir müssen jetzt das Gegenstück malen. Nope. Doesn't work. Ich kann nicht mehr reden. So, was haben wir hier Schönes? Glocke. Ja, schön. Buch. Kram.
Reagenzgläser, Pflanzen. Ich hasse Pflanzen so sehr. Hibbidi, 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 ho, hibbidi, 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 hibbidi. Ich hoffe, mal hier ist niemand mehr. Falls doch, I don't care. Mittlerweile wurde ich hier entdeckt. Das hier war unser Zimmer? Ah, schwer zu sagen, wenn hier so viel Scheiße rumsteht. Ich glaube, das war nicht unser Zimmer. Hier hat alles angefangen. Mehr oder weniger. Der Safe Room. Mensch. Was ist denn aus dem Typ geworden, den wir hier mal reingelassen haben? Ist das Ramsay? Well, that answers my question. That's Ramsay. Ich habe mich schon gefragt, was aus dem geworden ist. Den haben wir ja in dem Safe-Raum drinnen gelassen. Oder eingesperrt oder whatever. Seems like it wasn't the merciful end for him. It was the fuck you end. Aber es war nicht unsere Schuld. Zählt also nicht. Das hier war unser Raum. Oder? Ach, wenn ich mir merken könnte, wie die Plätze aussehen. Dann wüsste ich, ob das mein Zimmer wäre oder nicht. Ja. Also das hier war Secret Room, hier sind wir lang gelaufen, da war Sneaky Action, hier ist jemand gestorben, hier sind wir durch. Ich glaube, dann sind wir hier durchgegangen. Ja, doch, das dürfte unser Zimmer gewesen sein hier. Ja, doch. Spaß. Was ist meine Aufgabe? Safe. Okay, ja, klar. Und wie? Gucke ich die jetzt an und drücke F und dann ist alles wieder okay? Ja. Wow. Time. Everything. 36 Tote. What do you want to do? Ja, also wer Mercyful bekommt, mein Glückwunsch. Wer Ghostly bekommt, mein Glückwunsch. Ich glaube nämlich nicht, dass das möglich ist. Zumindest nicht meines Erachtens nach. Zumindest nicht auf dem Schwierigkeitsgrad, sagen wir es so. Ich habe Münzen vergessen und Blueprints. Why do I can't continue? Ich dachte, jetzt ist Ende. Hilfe. I want to sleep. Ich habe ein Achievement bekommen. Justice. And so the Duke fell, and in his place rose up a man of the people. Paolo had come into the world with nothing, and knew the lives of the least privileged. Sometimes power shouts, and sometimes it whispers. In Dunwall, without ever realizing it, Delilah passed into an imagined world where her father's promises were fulfilled, and her subjects would love her forever, as she sailed the ocean with a great fleet and trekked across the Pendician wastes. While in the true capital, Emily the Just, Emily the Clever, ruled for decades over a prosperous, mended empire with Corvo Atano by her side. In his day, Anton Sokolov fired the engines of industry, hurtling the empire into a more sophisticated age. He dallied with nobles, wayward artists, and great inventors alike, drinking in all that life could offer. Leaving Dunwall for the last time, he headed to the cold north, contented at last,
on a final voyage to take him home. He's dead. There are things that never change, no matter how hard you try. Questions you must answer. As Megan Foster faded from the world, Billy Lurk stepped from her shadow, setting out to discover her truest self, and seeking the closest thing she'd ever known to family. Der Overseer, der mit den Hallern zusammenarbeitet, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr als Bande, sondern als, wie nennt man das, Tippgeber oder so, war ein ganz gutes Ende. Delilah hat auch quasi ihr Ding bekommen in ihrer eigenen imaginary world, which you can never escape, but is happy with. That's good, I guess. Ja, Punkt, ne? Ich lass mal durchlaufen oder so. Prost. On the sands of sweet Circonos did we bathe in the sun, sharing grapes from Culero when you were the only one. On the streets of Karnaca I met you long ago, when the city was so peaceful. Sang until the early ships sailed, and when morning bells rang, only then we exhaled. Let me guess, that is copyright striking. Now the sands of Circonos, they're burning in the sun. Schade, dass nicht dabei steht, was aus der Alexandria Hypatia geworden ist oder so. Hätten wir Megan Foster gekillt, gäbe es keinen Teil 3 von Dishonored. Mach mal hin, ich will ins Bett. So meet me in the shadows, bring your sweetest grapes. We'll slip on to a whaler and maybe we'll escape. Volkensammer! Diese Kosenamen sind so toll. But the loon. Hier so. Ich kann ja mal mein Voting abgeben. Das Game hat vieles besser gemacht, was der erste Teil ein bisschen verkackt hat. Nach wie vor wieder das Problem, es gab keine wirklichen neuen Power-Ups. Die Power, die es gab, wurden halt hinzugefügt. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Die hatten mehr extra Unterkram quasi. Im Großen und Ganzen aber schon sehr lecker, das Game.
Story, nice. Umgebungen, nice. Gegner, nice. KI, besser. Nicht gut. Bloodflies, absolute Kotzgegner. Ich hasse sie, das ist gut. Ich habe so gespielt, wie ich der Meinung bin, dass es rechtens ist. Das heißt, die Grand Guard und die City Watch habe ich am Leben gelassen, weil die können nichts dafür, wenn sie den Auftrag bekommen haben. Die Okkultisten oder wie auch immer, also die Watch, nee, wie heißen die? Die Overseer, they deserve death, as all religious things do. Und die Witches waren, naja, Witches, so they also deserve death. Und ja, ich würde sagen, ich habe so gespielt, wie ich dachte, dass es gut ist. Ich gebe diesem Spiel eine... ...8,14 von 10. Auf einer Skala von minus 10 bis plus 10. Eine 8,14. That is good. Very good, even though. Kann ich es überspringen? Danke. Komme ich jetzt ins Menü? Ja. Hooray. Okay. That's it for me. Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Für all diejenigen, die das auf YouTube irgendwann später lesen und ihr wissen wollt, nee, dass ich... Halt, stopp. Und ich wissen will, dass ihr das bisher geguckt habt. Ich kann nicht mehr reden, merkt ihr, ne? Schreibt mal in die Kommentare Hashtag Big Dong. Ja, that's a Hashtag that's fitting for me. Andernfalls, habt einen schönen Abend, schönes Wochenende, schönes, I don't know, was man noch alles Schönes haben kann. Ihr macht das schon. Ich bin mir da schon sicher. Also, Könner, haut rein.